willkommen zu VfL Garching TV im Jahre 2014. Wir begrüßen Florian De Brato bei uns. Hallo Florian. Servus. Frage, wie hast du das letzte Jahr für dich empfunden? Ich meine, Anfang des Jahres war es so ein bisschen gediegen, dann ging es leicht bergab, dann kam das Highlight mit dem Aufstieg und dann die Bayernliga. Kannst du uns da deine Einblicke von dem Jahr 2013 kurz schildern? Ja, also ich für mich selber, lief das Jahr anfangs gar nicht so gut. Nach einer langen Verletzung kam ich zurück, habe, wie ich selber finde, eine ganz schlechte Rückrunde gespielt. Wir als Mannschaft natürlich viel Punkte verspielt, aber wir haben uns dann geschworen nach dem bitteren Spiel gegen Plattling, dass wir es eben geil machen. Das haben wir mit der Relegation eben so bestätigen können. Natürlich, wir hatten eine ganz, ganz kurze Vorbereitungsphase. Das war, wie man jetzt am Ende sieht, nicht gerade so optimal, weil sich jeder wirklich nach einem Urlaub jetzt mal sehnt über einen längeren Zeitraum. Aber ja, ich denke, das ist ja dann auch der Charakter der Mannschaft, wenn man sieht, was wir dann dieses Jahr geleistet haben. Dann denke ich, sollte man den Hut davor ziehen. Und da kann man auch alle mit ins Boot holen. Also vielleicht nicht immer nur die 15, 16, die da am Team sind, sondern wirklich das ganze Umfeld von Garching macht da riesen Arbeit, dass wir es einfach haben im Training. Und alles andere und folgedessen, denke ich, haben wir ein Weltklasse-Jahr 2013 gespielt. Man sieht ja, man hat jetzt gerade so in den letzten Spielen öfters mal gesehen, dass du so ein bisschen auf dem Platz dann auch mal energischer wirst zu deinen Mitspielern und die ein bisschen mitreißt und dann kriegt ja auch meistens das Spiel noch gerissen rum. Siehst du dich selber so ein bisschen als Denker und Lenker im Mittelfeld oder als Führungsspieler mit? Fragezeichen, oder ist das ganze Team eigentlich eine gesamte Einheit? Ja, ich denke schon, dass das ganze Team eine sehr gute Einheit ist. Das sieht man zum Beispiel, wenn wir gegen Bogen 1-0 hinten sind, ein Mann weniger. Da krempeln wir halt dann die Arme hoch. Manchmal klappt es ja dann so gut wie dort, manchmal eben nicht. Aber insgesamt, ich selber probiere natürlich ein bisschen Führungsspieler zu sein, weil ich ja auch mittlerweile das Alter mitbringe und mit der Älteste bin. Aber ich sehe mich jetzt nicht wirklich als Denker und Lenker. Ich probiere immer mein Bestes, gehe mal ans Äußerste. Aber das machen mit Sicherheit alle anderen auch. Und folgedessen, wir haben halt einfach ein Wahnsinns-Mittelfeld, auch in der Breite vom Kader her. Deswegen, glaube ich, bin ich einfach nur ein Teil von der Mannschaft, mehr nicht. Es geht ja jetzt langsam dann auch bald wieder in die Vorbereitung mit Trainingslager und dann fangen wir ja auch endlich mal wieder an zu spielen. Was glaubst du, wo der VfL Garching 2014 in der Bayernliga-Saison hinkommt oder wo er hingehen möchte? Ja gut, anfangs der Saison wollten wir einfach nur irgendwie die Klasse halten, dass wir dann jetzt einen Punkt hinter Platz 2 stehen. Hätte, glaube ich, so keiner für möglich gehalten. Aber da sieht man, dass wir eine Wahnsinnsqualität in der Mannschaft haben. Und ich denke, wenn wir am Schluss so zwischen 3 und 6 landen, das sollte jetzt auch unser Anspruch sein, muss man so offen sagen. Wenn wir so eine Vorrunde spielen, finde ich es immer schlecht. Oder wenn man sagt, ja, wir wollen nur irgendwie die Klasse halten oder Zehnter werden. Ich denke, wir sollten uns jetzt ein neues Ziel setzen, weil nur mit Ziel, finde ich, kann man dann so eine Rückrunde beenden. Und da denke ich, ist Platz 6 ein gutes Ziel zwischen den ersten 6. Das, denke ich, sollten wir dann anvisieren auf jeden Fall. Das ist schon mal schön, dass du auch erkannt hast, dass, glaube ich, der VfL Garching auf einem guten Schritt ist, die Klasse zu erhalten. Platz 6 wäre natürlich schön. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Möchtest du noch irgendwas vielleicht an die Fans, die jeden Sonntag bei den Heimspielen dabei sind oder an die Fans, die mit zu den Auswärtsspielen kommen, sage ich mal, irgendwas sagen? Ja, ich denke, ich spreche da auf jeden Fall für die ganze Mannschaft. Ihr seid echt super, wenn man sieht, dass wir auf den Auswärtsfahrten, ob nach Sonthofen, die 3,5 Stunden dauert, haben wir immer einen vollen Bus, viele Zuschauer, die machen auch folglich Lärm. Die Heimfahrten sind so oder so dann wunderbar mit allen. Ich denke, an der Stelle kann man nur sagen, vielen, vielen Dank an alle da draußen, an alle, die mithelfen. Und ich hoffe, wir können mit unserer Spielweise und unserer erfolgreichen Saison wenigstens ein bisschen was zurückgeben, weil ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass sich da immer so viele bei Regen, bei Wind und sonst irgendwas dahinstellen und uns zuschauen und applaudieren. Und da muss man einfach sagen, Hut ab und vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass du kurz Zeit hattest für dieses kleine Interview und ich hoffe, dass die Vorrunde glimpflich verläuft, dass sich keiner verletzt und dass eine gute Saison noch gespielt wird.